Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, auf das ich mich voll freue. Also, ich habe heute ein Tauschpaket-Video für euch und zwar mit Julia zusammen vom Kanal Julia BeautyX. Also sie hat auch ein Video gedreht mit einem Paket, das ich ihr geschickt habe, weil so funktionieren Tauschpaket-Videos. Wir haben uns gedacht, dass wir uns einen Betrag aussuchen von ungefähr 20 Euro und uns halt Sachen kaufen und gegenseitig schicken. Und das ist einfach wie Weihnachten und Ostern zusammen und es macht immer riesen Spaß, diese Videos zu filmen. Also, falls ihr die auch gerne mögt, dann lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da. Dann kann ich das in nächster Zeit wieder machen, vielleicht noch mit anderen Leuten. Könnt mir gerne mal Vorschläge dalassen, mit wem ich noch so ein Tauschpaket-Video machen soll, falls ihr das möchtet. Und tada, hier ist das Paket. Ich habe sogar diesmal eine Schere. Letztes Mal hatte ich irgendwie so ein Riesenmesser hier, weil ich meine Schere nicht finden konnte, weil es ist so häufig so, man hat irgendwie 5 Scheren zu Hause oder so und dann findet man sie nicht, wenn man sie braucht. Und dann nimmt man so ein Riesenmesser. Also! Tada! So sieht es aus. Julia hat mir einen kleinen Zettel hier reingelegt und ohne Witz, voll die schöne Schrift und ich könnte ohne Hilfslinien nie im Leben so gerade schreiben. Hey Barbara, hier kommt dein Überraschungspäckchen mit lustigen, nützlichen, aber auch ein paar unsinnigen Dingen, die ich unter anderem in der Drogerie und im 1-Euro-Shop ergattert habe. Viel Spaß beim Auspacken und Ausprobieren. Liebe Grüße, Julia. Vielen, vielen Dank jetzt schon mal auf jeden Fall an Julia. Ich kann mich jetzt schon nicht entscheiden, womit ich als erstes anfange, deswegen mache ich einfach die Augen zu. Und das Erste, was mir so zwischen die Finger gerät, das zeige ich euch. Das ist so cooles Zeug. Julia hat mir hier drauf geschrieben, lass es dir schmecken, welche Sorte ist die beste. Und genau das hier, ohne Witz jetzt, haben Laura und ich in unserer 1-Euro-Candy-Challenge gegessen und probiert. Und ich fand das richtig lecker. Es ist halt Zuckerwatte und sie sieht ein bisschen, weiß ich nicht, eklig aus oder zumindest komisch. Es sieht halt aus wie Stoff. Naja, so sieht Zuckerwatte halt aus, keine Ahnung. Aber ich muss euch sagen, ich habe mittlerweile alle davon aufgegessen und ich fand persönlich die rote Geschmacksrichtung am besten. Das ist nämlich Erdbeere. Das ist das nächste. Also ich finde, der steht mir extrem gut. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr Alice im Wunderland geschaut? Irgendwie erinnert mich das gerade voll an den Hutmacher. Okay, als nächstes hat mir Julia das hier geschickt. Das sind irgendwie Party Popper. Oh, ich glaube, das ist so ganz viel Konfetti, das so rausspritzt. Oh mein Gott, das will ich gleich machen. Und auf dem Zettelchen steht, nein, ich will doch nicht, dass du nach dem Video putzen musst. Okay, seid ihr bereit? Ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Okay, 1, 2, 3. Okay, das war nicht der Effekt, auf den ich gehofft habe. Nochmal. 1, 2, 3. Jetzt kann ich meine Party hier alleine zu Hause feiern. Hauptsache keiner ist da, der das gesehen hat. Aber ihr habt es jetzt gesehen, also. Okay, das nächste ist, heute kriegst du alles in Miniatur. Das ist von BB Young Care, das Waschgel und der Augen-Make-up-Entferner. Und witzigerweise hatte ich das auch schon letztens irgendwie vor ein paar Wochen oder Monaten in groß. Und ich habe es aufgebraucht, weil ich es echt gut fand. Also es ist halt einfach so ein schöner Waschgel-Make-up-Entferner. Den habe ich abends meistens benutzt. Krepppapier! Als nächstes, Geschmackstest bitte. Bike Organic Snack Bar. Etwas zu essen, das ist nie verkehrt. Ich habe voll Hunger, ich habe noch nichts zum Mittag gegessen. Also es ist so eine Art Müsli-Riegel, aber in richtig so komprimiert. Das fühlt sich total schwer an. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wo Julia das herbekommen hat. Ich habe das selbst noch nie gesehen, aber es schmeckt richtig gut. So leicht fruchtig. Mhm. Und ich finde, manchmal sind Müsli-Riegel ein bisschen zu trocken, aber der ist das gar nicht. Also wir machen in 5 Minuten weiter. Ich möchte das erstmal aufessen. Okay, das nächste sind künstliche Fingernägel. Und Julia hat mir draufgeschrieben, hab extra die schönsten ausgesucht. In Anführungsstrichen schönsten. Da ist so ein kleiner Kleber dabei und halt, ja, jede Menge von diesen künstlichen Fingernägeln. Ich bin total schlecht darin, die dran zu machen. Ich habe das so 2-mal in meinem Leben versucht und bin irgendwie halbwegs gescheitert, aber vielleicht funktioniert das diesmal besser. Was ist das denn? Ein Duftmacher? Davon habe ich ja noch nie gehört. Wie kann das an mir vorbeigegangen sein? Ah, das ist ja total witzig. Es macht voll Spaß, das zu machen. Hinten steht eine Anweisung drauf. Die Haare mit einem Haargummi zu einem Zopf binden, Zopf zu einem Dutt formen, den Duttmacher auseinanderziehen, auf den Dutt setzen und durch Zusammenschieben fixieren. Okay, also ich denke mal ungefähr so. Und dann soll ich das Teil auseinanderziehen und auf den Dutt draufstecken und dann zusammendrücken. Ich glaube, ich bin zu blöd für dieses Teil. Nochmal. Sieht doch gut aus.
Vielleicht hat ja jemand von euch das Teil zu Hause, dann könnt ihr mir sehr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ich falsch gemacht habe, weil irgendwas habe ich falsch gemacht. Aber ich werde es weiterhin versuchen. Als nächstes fand ich so unglaublich niedlich. Ah, die sind so cool, die Dinger. Das sind diese Mini-Ebeline-Beauty-Blender-Dupes-Teile. Auf jeden Fall, die sind super für so Concealer unter den Augen. Guckt euch das mal an. Also es passt echt richtig, richtig gut unter das Auge. Mehr Konfetti. Wirst du bestimmt irgendwann mal gebrauchen können. Backhefe von DM. Das ist jetzt sehr random. Ich glaube, Julia hat mitbekommen, dass ich total gerne backe. Ich liebe Backen einfach. Irgendwie so jedes zweite Wochenende nehme ich mir vor, irgendwas Neues zu backen. Und das ist so... Ja, so Trockenhefe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Normalerweise ist Hefe ja in so Würfeln und das Zeug ist halt so Pulver und das funktioniert richtig gut. Das ist auch richtig gut für so Pizzateig. Das ist so niedlich. Da hat Julia dazu geschrieben, fand ich so süß. Und diese Teile sind so cool und witzigerweise, wir hatten dieselbe Idee irgendwie. Ich habe ihr auch so ein Ding geschickt mit einem etwas anderen Motiv. Das sind so Zauberhandtücher, die legt man ins Wasser und dann wird aus diesem kleinen Ding einfach ein Handtuch. Und ich habe das als Kind so gefeiert. Ich habe das so geliebt. Ich konnte das einfach nicht glauben, wie das sein kann, dass aus so einem kleinen Teil auf einmal so ein Riesending wird. Und weiter geht's mit diesem Teil. Das sind Farbpinselstifte. Das sind Farbpinselstifte. Also die Spitze von dem Teil ist irgendwie so ein Pinsel. Das habe ich irgendwie noch nie gesehen. Das ist voll interessant gerade. Mal gucken. Leute, das hat echt voll den schönen Effekt. Also es ist nicht so intensiv wie Filzstifte, sondern eher ein bisschen wie so Aquarellfarben, so ein bisschen verschwommen. Und das letzte, nein, ich will nicht, dass es aufhört. Das ist ein Babygläschen. Und zwar mit der Geschmacksrichtung Wassermelone, Himbeere in Apfel. Ich liebe sowas. Jetzt mal wirklich, ich finde die so lecker. Falls ihr irgendwie über 5 seid und schon mal ein Babygläschen probiert habt mit Früchten, schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, ob ihr das auch so lecker findet oder ob ich irgendwie die einzige Verrückte bin. Julia hat dazu geschrieben, sah lecker aus. Ich habe leider keinen Löffel, also muss ich es trinken. Schmeckt ein bisschen wie Apfelmus. Also ich kann nicht sagen, dass ich die Wassermelone rausschmecke, aber definitiv Apfel und Himbeere. Eine ausgewogene Ernährung ist mir sehr wichtig. Nochmal vielen, vielen Dank, Julia, für die ganzen tollen Sachen. Das hat wirklich Spaß gemacht, das Paket auszupacken und einfach die Sachen auszuprobieren. Und ihr solltet jetzt auf jeden Fall bei Julia vorbeischauen und gucken, was ich ihr halt geschickt habe. Da sind auch ein paar witzige Sachen dabei. Und noch ein paar nützliche, wer hätte es gedacht. Ich verlinke euch jetzt auf jeden Fall mal ihr Video. Und in der Infobox findet ihr auch nochmal den Link dazu. Und natürlich ihren Kanal und so weiter. Also abonniert sie auf jeden Fall. Sagt Hallo von mir. Und falls ihr schon von Julias Kanal gekommen seid und ihr Video schon kennt, dann könnt ihr auch sehr gerne meine letzten beiden Videos nochmal gucken. Das eine war nämlich ziemlich witzig. Und zwar geht es da darum, was Mädchen in den Sommerferien so machen. Weil ich glaube, viele von euch haben mittlerweile jetzt schon Sommerferien. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.